Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video und heute spielen wir WoW PvP Shadowlands mit unserem Hexenmeister. Ja, mein Gear ist jetzt einigermaßen mal Full Gear, zumindest noch nicht das aufgewertete. Und ja, Tempel von Kat'Mogo spielen wir heute, da werden wir unseren Zirkel hier gleich mal platzieren. Pet-Opfern ist immer wichtig und wir werden uns heute mal defensiv halten, also keine Kugeln nehmen, sondern einfach mal den Damage des Hexenmeisters so ein bisschen auskosten, einfach mal anschauen, wie sich das Ganze so gibt. Das heißt, ich werde nicht ganz so, ja, aggressiv spielen, schon mehr so in die Defensive und ein bisschen dotten und mal wieder schauen, was der Hexenmeister so drauf hat. Instabiles Gebrechen geht diesmal auf 3 Zielen insgesamt drauf. Wir schauen uns an, hier ist eigentlich ein sehr guter Zerg in diesem BG. Das heißt, wir können uns das hier mal genauer anschauen und zünden einfach mal Cooldowns, unheilvolle Euphorie, hauen wir rein. Wir sehen hier, hier fliegt schon einigermaßen Damage. Allerdings gehen die Dots auch nach einer Zeit runter. Dieses doppelte Blutsaugen kommt übrigens von meinem Pack. Das heißt, hier kann man im Ardenwald sich das eben holen. Viele spielen Necrolord, habe ich gesehen, aber ihr wisst ja, das ist bei mir so eine Sache. Ich wechsle sehr ungern den Pakt und möchte eben aus Sammlergründen eben, ja, die ganzen Mounts und das Ganze eben auch erarbeiten. Wie oft auch jetzt schon wieder ich eben gesagt habe, alles klar, ich bin halt hier so ein bisschen verwirrt, denn ich weiß nicht so ganz, was ich tun soll. Wir gehen mal so ein bisschen in Defensive, ich nehme jetzt einfach mal mein Gate, weil so ein Jäger kann dich schon recht schnell mal rausschießen, das darf man nicht unterschätzen, hier wird noch ein bisschen gedottet und ja, gut, jetzt haben wir diesen Proc, wir geben noch instabiles okay, jetzt sind wir eingefroren, jetzt sind wir wieder die Eisbanane, so wie wir das in den gehabten BGs so tituliert haben und hier ist dieser Paladin, den können wir hier mal stunnen. Ich muss auch dazu sagen, das wird jetzt ein bisschen seltener vorkommen, dass ich mal wen 4 oder stun und da jetzt irgendwie auf Taktik gehe. Ich möchte jetzt in erster Linie mal so ein bisschen Zergen und Schaden rauswerfen, um mir einfach mal so einen Eindruck vom Hexer zu machen. Ich spiele jetzt schon eine Zeit, also habe das jetzt mal so gemacht, dass ich Full Gear bin, beziehungsweise mich ein bisschen ausgestattet habe. Ihr seht hier ist im Hintergrund immer wieder mal so kleine Lags, falls euch das auffällt. Das ist leider gerade mein Internet, da kann ich nichts dagegen tun. Allerdings müssen wir jetzt schnell weg, wir kriegen jetzt viel Schaden, aber werden auch gegengeheilt, sehr schön. Dann gehen wir einfach mal wieder in die Mitte rein und schauen, dass wir diesen, ja, Paladin wieder ein bisschen zudotten, ist immer wichtig, auch der Paladin, die Palas hauen richtig viel Schaden auch raus, das darf man nicht vergessen, die haben zwar vielleicht nicht den konstantesten Schaden, oh, jetzt habe ich gerade Phantomsingularität reingehauen und jemand hat instant getrappt, das hasse ich, aber wenn es um den Burst geht, kann halt der Pala schon ganz gut mal still und heimlich jemanden rausnehmen, ist bei uns jetzt, wie ihr seht, nicht der Fall, also der Hexenmeister, viele schreiben mir, ja, Afli komplett für den Arsch momentan, aber man muss dazu sagen, man muss da aufs Ganze gehen, indem man mal vergleicht, wie viel Schaden, der hier rauswirft. Also ihr seht hier, ich mache hier hart Druck. Ja, ich bin ganz klar nicht derjenige, der hier die Ziele kaputt macht, aber hier Damage auf jeden Fall sehr konstant. Hier auch Saat, vielleicht können wir das reflektieren. Ja, ging sich aus, gut, sehr schön. Dann können wir, beziehungsweise, ja, seinen Saat spreaden. Ich muss sagen, ich habe Saat momentan nicht in der Leiste. Ich spiele momentan nicht mit Saat, weil man zum einen das ewig lang casten muss und zum anderen, oh, ich kriege hier aufs Maul. Ich muss mich zurückziehen, ich muss mich zurückziehen. Wie gesagt, ich gehe heute ein bisschen in Defense. Und auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass Saat irgendwie dann auch noch viel zu viel verbraucht. Also es dauert einfach zu lang. Da mache ich mal so die Dots. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euren Hexenmeister so aussieht, wie ihr das macht. Ich hoffe, wir sterben nicht. Oh, wir können unser Gate nochmal nutzen. Das ist ja herrlich. Ihr seht hier einige Dots oben, aber ich muss hier so ein bisschen immer mit dem Silence kämpfen, denn ich bin hier so ein bisschen outranged, muss man sagen. Das ist in diesem Battleground so. Ist natürlich klar, wenn man jetzt irgendwie einfach durchsaugen könnte, aber seht ihr, bam, durch die Wand durchsaugen könnt, dann wäre das natürlich gar nicht mal so toll, wenn das dann jeder kann. Dann wäre das so overpowered, aber wir werden hier weiterhin ein bisschen spreaden und gerade das ist hier ein bisschen das Ziel. Wir sind sehr gut platziert, hier nochmal den Kugelmenschen ein bisschen zudotten, Phantom Singularität nochmal raufhauen. Das muss natürlich sein, jetzt kickt die Singularität und ja, hier noch ein bisschen, ich glaube, wir werden uns wieder verziehen, weil ich sehe, hier kommen zwei Paladine. Hier ist jetzt auch schon ein Jäger und ein Hexer auf mir oben. Da ist das Verziehen natürlich groß geschrieben, obwohl man sagen muss, hier ganz so viel konnten sie jetzt nicht ausrichten. Wir versuchen konstant Schaden zu machen, haben einen schönen Zerg hier, will jetzt ein Jäger eine Kugel nehmen. Klar, da werden wir jetzt ein bisschen gegenhalten, denn ja, so ganz ignorieren werde ich das ja jetzt nicht, solche Szenarien. Aber mir ist es gerade nicht so wichtig. Wir saugen ihn hier mal ein bisschen um die Ecke, aber ich merke schon, dass der
irgendwie nicht so leicht down geht, weil wir haben hier noch einen Mönch. Aber das ist, glaube ich, ein Windwalker. Von daher, ja, ein bisschen Dots auf den Weg mitgeben. Eigentlich könnten wir den anderen Kugelmenschen auch nochmal ein bisschen bearbeiten. Allerdings ist das gerade für mich so ein bisschen schwierig. Ich möchte dann nicht gleich sterben und in die Mangel genommen werden. Da ist es mir gerade so ein bisschen fürs Video zu gut, dass ich hier ein bisschen Damage für euch raushauen kann. Vor allem euch das einfach mal zeigen kann, dass der Affli definitiv gar nicht mal so schlecht ist. Man muss auch sagen, ich spiele den jetzt gerade nur fürs BG mit diesem Talent, wo ich 3 instabile Gebrechen raufgeben kann. Es ist echt sehr unterschiedlich. Man hat beim Affli natürlich diesen Single-Target-Burst gerade nicht so am Start. Das ist der Scheiß, hier nochmal Schattenfurrow rein. Aber insgesamt sieht man schon, dass er sehr zerrt, wenn es übers BG geht. Das ist schon sehr anstrengend, auch wie die Heiler ist, wenn von überall so ein bisschen Damage kommt. Hier noch ein bisschen Blut saugen, schauen, was wir so machen. Unheilvolle Euphorie noch ein bisschen rein. Mir läuft die Agonie immer recht schnell wieder ab. Das muss man hier noch ein bisschen timen können. Allerdings, ihr seht hier schon, da geht schon ordentlich was Seelenfäule noch rauf. Jetzt sind die immer so ein bisschen nicht in Range, aber das ist ganz klar, denn die wollen sich natürlich ein bisschen verteidigen. Hier habe ich gerade ein bisschen Lags, das gefällt mir gar nicht gut, aber wie gesagt, das habe ich momentan leider ein bisschen und jetzt ganz auf ein Video zu verzichten, wäre mir dann auch ein bisschen zu blöd. Meine Dots ticken und von daher mache ich ja währenddessen Schaden, auch wenn ich mal ein bisschen aussetze. Ich muss hier weg, ich hoffe, ich sterbe hier nicht schnell, zurückporten. Nice, ging sich aus, man muss da an dieser Stelle auch mal die Heiler loben. Sehr gut platziert für ein random BG. Ich habe hier auch den Heilern geschrieben, dass sie mich so ein bisschen im Fokus nehmen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, die möchten halt natürlich jeden gleich gut heilen. Das ist dann so ein bisschen ein komisches Argument zu sagen, ja, bitte mich heilen, klingt sehr egoistisch. Auch wenn ich hier ein Video mache, denke ich, juckt das jetzt nicht wirklich so die Masse. Jetzt wird es hoffentlich, na okay, ich dachte, ich kann hier Pre-Schattenfurrow reinhauen. Jetzt kommt ein Paladin auf mich zu. Gleich ist mein Trinket ready. Der haut mir ordentlich aufs Maul. Ich muss mich hier befreien, denn es wird knapp. Ich hoffe, der Port geht sich aus. Es ist ziemlich knapp mit meinem Leben, aber es ging sich gerade noch aus. Und man sieht ja, hier bekommt man auch wieder den nötigen Support. Vielleicht kann ich es hier reinmachen. Nein, ging sich leider nicht aus. Aber erstmal Blut saugen. Schauen wir mal, was wir dem Paler antun können. Ist keine Agonie oben. Allerdings, wie gesagt, der Single Target Burst Schaden beziehungsweise ist halt so, wie ich das jetzt spiele, eigentlich sehr marginal. Aber wie gesagt, wir gehen hier so ein bisschen auf die Masse. Wir verlieren hier auch, muss man ehrlicherweise sagen, die Heiler machen ihren Job recht gut. Wir nehmen halt kaum Kugeln, inklusive mich. Ich muss auch da dazu sagen, da bin ich jetzt auch nicht gerade unschuldig. Allerdings habe ich jetzt gerade nicht so Bock, dass die mich umfokussen. Ich versuche hier so ein bisschen meinen Damage-Beitrag zu leisten. Wir werden dieses Battleground wahrscheinlich verlieren, aber man muss einfach mal ganz klar sagen, dass das hier echt ein sehr schöner, wunderschöner Zerg jetzt war. Okay, jetzt hat der Karma gezündet. Müssen wir ein bisschen warten, bis Karma weggeht. Okay, schon weg. Das ging aber schnell. Da war sicher ein Priest oder so im Spiel, der das gedispelt hat. Ich weiß es nicht. Und ja, hier ist das BG recht leer. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die Seiten wechseln sich. Wir haben schon 2 Millionen Schaden. Das ist nicht bad für unser Gear. Ganz und gar nicht, aber man muss auch dazu sagen, wir haben auch viel Leben als Hexenmeister, sind nicht immer gleich Target. Jetzt können wir hier nochmal unseren Zirkel setzen, denn hier sind, haben sich jetzt auch 3, 4 Leute versammelt, zufälligerweise, obwohl es so aussah, dass drüben das ganze Fest hier jetzt erstmal beginnt. Allerdings machen wir hier Hard Pressure, dort hinzu Unstable Affliction noch drauf. Ich werde hier jetzt dann gleich bursten, dass ich hier noch ein bisschen Damage raushauen könnte. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, solltet ihr Tricks haben. Ja, ich weiß, Phantom-Singularität macht man erst nach dem Cooldown rauf, so Dinge, die sind halt noch nicht ganz so drin. Ich spiele halt nicht sehr viel gerade Hexenmeister, aber ihr wisst ja, ich bin jetzt wieder so ein bisschen zurück. Das heißt, von mir kann man dahingehend, wenn ihr drauf Bock habt, in den Kommentaren bzw. bei der Bewertung auch wieder einiges von mir sehen. Ich habe so oder so eigentlich Bock, aber könnt mir ja auch gerne so ein bisschen Feedback da lassen. Die letzte Runde mit dem Jäger kam auch sehr gut an. Herzlichen Dank auf jeden Fall. Hier zünde ich jetzt dann doch nochmal meine Wall. Ich muss dazu sagen, der hat das jetzt alles gecleant mit seinem Legendary wahrscheinlich mit Todstellen. Da spielen viele eben nicht das Tempo, nicht das Damage Legendary, sondern da spielen jetzt einige eben auch mal das mit dem Todstellen, weil man das sehr gut auch vereinbaren kann mit dem Kampfreset und eben auch mit dem Unsichtbarsein in Arena. Ich habe allerdings auf meinem Jäger das Damage Legendary und hier sind wieder ein paar Lags zu sehen.
aber einigermaßen erträglich, würde ich sagen. Okay, ich kann hier irgendwie, ziel nicht im Schlachtfeld, ich kann hier leider nichts zudotten. Okay, den habe ich ja komplett übersehen. Das war es ja komplett an der Stelle. Aber man muss auch dazu sagen, hier, die sind jetzt hier so versteckt und ihr seht, ziel nicht im Sichtfeld. Ich möchte hier jetzt aber auch nicht drauf gaten. Ich chill hier jetzt noch ein bisschen, meine Basis, das Game ist jetzt verloren in dem Sinne. Aber wir konnten 2,4 Millionen Schaden anrichten. In Anbetracht unserem Gearscore-Standes ist das halt schon eine sehr, sehr gute Leistung. Ein schöner Zerg war diesmal dabei. Tja, halt eine Niederlage. Muss auch sagen, die Heiler haben auch sehr gut geheilt. Also wenn man hier schaut, ja, unser Paladin hat 2,2 Millionen geheilt. Das ist natürlich schon sehr schön. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.